Liebe kommt in allen Formen und Farben. Diese Weisheit beweisen die 44-jährige Sängerin Jasmin Herrn und ihr 23-jähriger Freund Philipp Bender. Zumindest wollen sie das. Wo wir eben öffentlich das allererste Mal gezeigt haben, dass wir ein Paar sind. Und in dieser Situation sind alle auf uns losgegangen. Ja, gelästert wurde viel über das Paar mit den 21 Jahren Altersunterschied. Und so haben die beiden uns eingeladen, um einen Tag mit ihnen zu verbringen. Wir finden heraus, wie echt diese Liebe ist. Wie nimmt die Jasmin ihren Kaffee? Außerdem erfahren wir, was Philipps Mutter von der neuen Freundin ihres Sohnemanns hält. Und wie Philipp zu Jasmins verstorbenem Mann Willi Herren steht. Unser Dreh beginnt vor wenigen Tagen um kurz nach 9 in Jasmins Wohnung bei Hamburg. Es gibt Frühstück. Willst du wie immer hier sitzen oder willst du heute mal? Ich sitz da, wo ich immer sitze. Der neue Paaralltag nach aufregenden Wochen. Anfang September verkünden sie am Set der neuen Join-Show Forsthaus Rampensau, die im Dezember zu sehen ist, ihre Liebe. Es folgt eine Schlagzeilenflut. Philipp ist nicht nur der erste Mann an Jasmins Seite seit dem Tod ihres Mannes Willi Herren 2021. Die beiden trennen auch 21 Jahre. Du warst noch nicht auf der Welt, da hatte ich schon einen Führerschein. So einfach ist das. Ja, aber nicht unfallfrei. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Du bist auch nicht ganz unfallfrei. Parkunfall. Ja, man merkt sehr schnell, die beiden wollen mit Humor das Thema Altersunterschied umschiffen. Denn die 21 Jahre sind einer der Gründe für die seit 6 Wochen anhaltenden Gerüchte. Diese Liebe sei nicht echt und diene nur PR-Zwecken. Beide arbeiten in der Partyschlagerszene, veröffentlichten dieses Jahr schon ein gemeinsames Lied. Und lernten sich bei einem seiner Auftritte lieben. So ganz aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte also nicht. Natürlich ist es so, dass wir auch ab und zu bei anderen Paaren denken, ob das jetzt so stimmt oder so. Und natürlich könnte das auch auf uns zutreffen. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Wir haben auch mit dieser Reaktion gerechnet. Also wir haben es uns sogar noch viel schlimmer vorgestellt. Und auch dementsprechend darauf vorbereitet, und zwar indem wir einfach sagen, uns ist das wurscht. Trotzdem sind sie da, diese Unkenrufe. Und so kommt man nicht umhin, bei beiden ganz genau hinzuschauen. Wie trinkt denn der Philipp seinen Kaffee? Der Philipp trinkt seinen Kaffee 2 Espresso, mal mit Milch, mal ohne. Und wie nimmt die Jasmin ihren Kaffee? Die Jasmin trinkt ihren Kaffee immer mit Milch. Test bestanden, möchte man sagen. Und auch sonst haben wir nicht das Gefühl, Philipp ist fremd in dieser Wohnung. Seit einem halben Jahr leben sie hier zusammen. Und zwar hat sie diese Bleibe erst nach dem Tod von Willi Herren 2021 bezogen. Doch noch immer prangt ein Leuchtschild mit seinem Nachnamen im Wohnzimmer. Warum ist das immer nur der Name meines verstorbenen Mannes? Das ist mein Name. Wie präsent ist Herren, ist Willi für euch in der Beziehung? Die Frage kann Philipp mal beantworten. Wie präsent ist Willi in unserer Beziehung? Also ich würde sagen, bei Auftritten merkt man das schon. Jasmin wird oft auf ihn angesprochen, durchweg positiv. Durch mein Alter habe ich jetzt fast gar keinen Bezug zu dieser Person. Über fast 2 Jahrzehnte führte die heute 44-Jährige mit Willi Herren eine On-Off-Beziehung. 2018 heirateten sie. Nach dessen Tod trauerte sie lange, so die Sängerin. Doch sie müsse auch weiterleben. Nein, ich habe kein Foto von Willi irgendwo. Das hier ist unsere Wohnung, das ist mein neues Leben. Ich habe abgeschlossen und es gibt eine Erinnerungskiste, die ich habe. Und ich möchte nicht mehr jeden Tag daran erinnert werden, an früher. Es waren schöne Zeiten, es waren schlechte Zeiten. Ab jetzt heißt es nach vorne blicken, mit Philipp an ihrer Seite. Doch eine Beziehung mit einem 21 Jahre jüngeren Mann ist eben was anderes als mit dem 3 Jahre älteren Willi Herren. So muss Jasmin zwangsläufig TikTok-Challenges machen. Philipp hingegen profitiert, wie wir später beim Einkaufen merken, von Jasmins geballter Lebenserfahrung. Limette. Leg dich mal wieder hin. Nein, komm. Waschmittel? Ja, komm einfach. Gehen wir mit? Wo ist alltäglichen Haushaltskram? Da! Wo ist die Jasmin?
bald ist Halloween. Ne? Habe ich für die Jasmin schon mal ein Kostüm gekauft. Ne? Wir wissen durchaus, dass ich vom Alter her natürlich seine Mutter sein könnte. Ich bin es aber nun mal nicht. Korrekt, denn das ist die 52-jährige Anja Bender, mit der beide heute skypen. Die eventuelle Schwiegermutter in Spee hat Philipps neue Freundin schon ins Herz geschlossen. Die beiden sind glücklich miteinander. Sie ergänzen sich nicht nur im Privaten, sondern auch im Musikalischen wunderbar. Und als Mutter möchte man doch einfach nur, dass der Sohn glücklich ist. Mutters Segen scheinen die beiden zu haben. Doch wie geht es weiter? Ein TV-Format hat das Paar ja schon abgedreht. Es würde naheliegen, an weiteren teilzunehmen, denn damit könne man richtig Geld verdienen, so Jasmin. Für mich wäre es ähnlicher, wenn es jemand wäre, der einen höheren Prominentenstatus hat als ich. Da würde ich viel mehr Follower generieren, auch andere Sendungen bekommen wahrscheinlich. Und also ich habe da reichlich wenig von. Wir werden auch nicht permanent überall nur noch gemeinsam auftreten oder jetzt einen Song nach dem anderen aufnehmen. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, aber jeder macht sein eigenes. Für ein Paar, welches im Reality-TV stattfindet, schon eine beachtliche Aussage. Beide versichern uns, es gehe jetzt vor allem darum, einfach Zeit miteinander zu verbringen und als Paar zu wachsen. Weitere Schritte seien nicht geplant. Ja, Leute, mal ganz langsam, ne? Also, wir sind jetzt gerade zusammengezogen. Seit einem halben Jahr wohnen wir zusammen. Wir fühlen uns auch so wohl, wie es ist. Im Moment möchte ich nicht heiraten. Morgen auch nicht, übermorgen auch nicht. Ich gehe der Sache ganz entspannt entgegen. Und damit verlassen wir Jasmin und Philipp nach einem gemeinsamen Tag. Natürlich sind die beiden Selbstdarsteller, die gerne in der Öffentlichkeit stattfinden. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass diese Beziehung nur geschäftlichen Zwecken dient. Und sie sind auch nicht das einzige Paar der Welt mit einem großen Altersunterschied. Es ist schließlich 2023.